Ja, Politiker, das wird er ablehnen. Der Mensch, der sich dessen bewusst ist, dass er ein Künstler ist, wird die Politik als einen ungeeigneten Begriff ablehnen. Er wird sagen, solange es diesen Begriff überhaupt noch gibt. Politik. Ja, Politik, wird man nichts machen können. Das heißt, er weil wird es ja dort um das Rangeln von Vorteilen geht. Ja, weil Politik ist ja nichts anderes als ein Übergriff, sagen wir mal, ein Übergriff eines Staatsprinzips, was ja durchaus sein kann, wenn es auf seine Grundfunktion reduziert ist, dass die Prinzipien der Gewaltenteilung im Staat aufrechterhalten werden und dass die Gesetze, die die Menschen sich geben, dass sie sozusagen geschützt und garantiert sind. Das ist aber, dafür braucht man nicht den Begriff der Politik. Da kann man sagen, das ist Aufgabe des Staates oder das, was von unserem Staatsprinzip dann noch bleibt, wenn es eine wirkliche, echte Demokratie gibt. Ne? Dann könnte man das so sagen. Aber die Politik als Methode, solange sie grassiert, mit dem Gestaltungsbegriff keine Chance haben. Denn alles, was wir an Problemen vorfinden auf der Welt, sind Fragen des Wie. Wie geht man um mit der Seilzone? Was muss gemacht werden, damit dies und jenes besser wird? Wie muss in der Schule verfahren werden? Wie muss die Rechtsordnung aussehen für ein freies, sich selbstbestimmendes Schul- und Hochschulwesen? Wie muss die Geldordnung aussehen? Das heißt, alles sind Formbestimmungen, also Gestaltungsphänomene, die erstmal in die Diskussion kommen müssen und dann entschieden werden müssen. Aber das alles hat mit Politik gar nichts zu tun, sondern ist nur das Gestaltungsprinzip, was aus dem ersten Feld, aus der menschlichen Kreativität, die Dinge in eine Rechtsform bringt, zunächst. Und dann natürlich auch in eine Anwendung, denn hier ist ja das dritte Feld, das Wirtschaftsfeld. Würdest du Eigentum an Produktionsmitteln, an Grund und Boden und so weiter weitestgehend ablehnen? Das hat nichts mit Ablehnen zu tun. Das ist gar nicht davon abhängig, ob ich das ablehne oder nicht. Das ist aus sich heraus ein Unrecht. Das bringt uns nicht weiter. Nein, es ist aus sich heraus ein Unrecht. Es ergibt gar keinen Sinn. Es ist sinnlos. Es ist sinnlos. Und zerstört das, sagen wir mal, das ursprüngliche Rechtsempfinden der Menschen, also das objektive Rechtsempfinden der Menschen. Denn in einem sozialen Ganzen können alle Menschen nur Mitarbeiter sein. Es kann keiner, sagen wir mal, in einem Unternehmen Eigentümer eines Unternehmens sein. Das kann er nicht. Wenn sich das historisch so gebildet hat, in der Geschichte des Kapitalismus, muss das durch einen Abfindungsprozess auf Zeit oder in einem einmaligen Vorgang aus der Welt geschafft werden. Es ist natürlich falsch, wie viele, sagen wir, Radikalinskis in den 20er und 30er Jahren oder auch während anderer radikalen Bewegungen gesagt haben, Kapitalisten gehören an die Wand gestellt. Das ist natürlich ein Unding, denn diese Kapitalisten sind ja ohne ihren Willen in diese Position hineingekommen, oftmals. Das, was heute, sagen wir, Kapitaleigner haben, das haben sie ja quasi aufgezwungen bekommen. Durch ihre Vorfahren, also durch die Geschichte des Kapitalismus selbst. Es wäre ja also ein Unrecht, sie dazu zu bestrafen. Aber man muss sie auf die falsche Rechtslage aufmerksam machen. Man muss sie deswegen Das hast du doch schon ziemlich häufig versucht, nicht? In Diskussion. Du hast das häufig versucht, deinen Kapitalbegriff mit Industriellen und Wirtschaftsfachleuten zu diskutieren. Ja, sicher. Aber keiner dieser Eigentümer, dieser Leute, die durch ihre Vorfahren zu Kapital, zu Firmen und zu Kapital gekommen sind, sind bereit, da auch nur das Geringste von abzugeben oder aufzugeben. Das wissen wir nicht. Das war auch nicht meine Absicht, mit den Leuten zu sprechen, damit ich dann meinerseits etwas von ihnen bekommen wollte. Das war ja nicht der Sinn der Sache. Es muss einfach mal geschildert werden. Und es wird natürlich sehr schwer verstanden. Ganz besonders natürlich auch oftmals von denen, die also diese großen Eigner sind. Das ist doch eigentlich auch natürlich. Da setzt sich so ein Trieb vor. Aber es ist nicht wahr, dass diese Leute kein Interesse an diesen Diskussionen hätten. Es gibt immer mehr Unternehmen, die mich einladen, sagen wir, um mit Managern zu sprechen und mit solchen Leuten. Es gibt ein ganz großes Interesse darüber, jedenfalls erst einmal zu diskutieren. Denn im Grunde wissen ja heute sehr viele Wirtschaftsleute, die wirklich in der Praxis stehen, dass der Kapitalismus bankrott ist. Wissen viele. Kriegen das ja vorne nicht mehr, nur noch mit Tricks hin. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wird doch nie was draus werden, solange dieser Kapitalismus dann am Werk ist. Dieser Kapitalismus besteht manchmal, habe ich den Eindruck,
zum einzigen Verschiebebahnhof von Geld kommen. Natürlich. Nicht? Ja. So hält man ein System aufrecht. Ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Eigentümer, mit denen du ja ab und an auch diskutierst, nicht bereit sind, wie du entgegen deiner Aussage, nicht bereit sind, ihren Kapitalbegriff zu ändern oder eine andere Empfindung dem Kapital gegenüber zu bekommen. Sie glauben, Kapital in Form von Realkapital und Geld ist Macht. Ist ja auch Macht. Und weil es Macht ist, darf es nicht sein. Ja. Denn mit dieser Geldmacht kann man andere Menschen unterdrücken und ausbeuten. Das ist ja gerade. Das Einzige also, was wiederum von dieser Seite aus der Problematik der Menschheit ungeheuren Schaden zufügt und vor allen Dingen der Entwicklung der menschlichen Fähigkeit unerhört schadet, ist die Geldmacht. Man könnte sagen, das Einzige, wo heute sozusagen dieses Böse in die Welt kommen kann, was die Menschen verhindert an der Wahrnehmung ihrer ethischen Zukunft, ist die Geldmacht. Ganz einfach. Nur den Weg zu beschreiten, mit dem man das ändern kann. Du, ich habe den Eindruck, das sind hunderte von Jahren nötig, diesen ganzen Mist, der sich in den letzten 1000 Jahren entwickelt hat, weg zu rationalisieren oder wegzuarbeiten. Ja, und wenn? Und wenn, dann wäre es trotzdem noch wichtig, noch gut, wenn ein paar hundert Jahre, sagen wir mal, wenn es dann da wäre. Aber wenn die Menschen, sagen wir, dieses Thema verheimlichen oder unterdrücken, dann wird es in 3000 Jahren dauern. Was sind schon 300 Jahre? Das ist nicht viel. Wenn das in 300 Jahren ansatzweise verwirklicht ist, was wir hier, sagen wir mal, uns vorgestellt haben. Dann gehst du in die Geschichte ein. Nee, das gar nicht. Ich bin ja nur ein Mitarbeiter. Nein, das hat damit nichts zu tun. Dann macht man sich vielleicht, naja, ich glaube, sogar ein falsches Bild. Ich nehme an, dass diese Dinge in 30 Jahren im Bewusstsein der Menschen drin sind. Denn wenn ich mir vorstelle, was die Leute mir alles an den Kopf geworfen haben, als ich 1967 diese Organisation für direkte Demokratie da aufgestellt, auf 100 Tage auf der Documenta war, haben mir alle an den Kopf geklopft. Sie wollen da, es gibt ein neues Prinzip. Sie würden also etwa die Leute da zusammenbringen, die Bürgerinitiativen verfolgen. Ich sage, ja, sie werden sehen. Ich sage, wir werden in 2 oder 3 Jahren, dann werden wir eine neue Partei haben. Diese Parteien haben ausgedient. Ja, und ich habe es auch recht gehabt. Der eine Feind ist der Staat, das wissen wir, die Allmacht des Staates, die alles kaputt macht. Die Partei. Das andere ist die Allmacht des Geldes. Die kommt jetzt. Jetzt tritt also in Konkurrenz die Allmacht des Staates mit der Allmacht des Geldes. Das heißt, solange, jetzt wird man sehen, was diese die neuen Medien, die jetzt also, wie das so schön heißt, auf privater Ebene, das heißt ja kapitalistisch, vorgehen, wie die an der Information interessiert sind. Ob die echt an der freien Information interessiert sind oder ob sie nur daran denken, dass das für sie ein Erwerbsunternehmen ist, das möglichst viel Profit abwirft. Wäre das nämlich so, dass diese Medien jetzt also nur eingerichtet sind wie Erwerbsunternehmen zum Erzielen eines Profites, dann wären sie genauso teuflisch wie die anderen. Nach dem Gesetz, ich sage wieder nach dem Gesetz, was hier aufgrund dieser kleinen Zeichnung schon hervorgeht, weder Privatwirtschaft noch Staatswirtschaft kann gemeinnützige Wirtschaft sein. Sondern gemeinnützige Wirtschaft ist gemeinnützige Wirtschaft. Und der dort herrschende Kapitalbegriff ist der Neutralisation des Kapitals. Aus. Ende. Das heißt, es gehört allem und niemandem. Alle Arbeit ist gemeinnützig. Jeder Mitarbeiter hat aber Recht auf Einkommen. Und zwar hat er dieses Recht auf Einkommen vor jeder Leistung. Das heißt, die Trennung von Arbeit und Einkommen muss bewusstseinsmäßig vollzogen werden. Das Einkommen ist nämlich Menschenrecht. Ganz einfach. Und kann nicht abgeleitet werden von der Arbeit, die er an irgendeinem Produkt macht. Den Anteil, den ein Mensch an dieser Leberwurst hat, der lässt sich nicht mehr herstellen. Das lässt sich nicht mehr zurückverfolgen. Hier vielleicht noch relativ einfach. Aber bei einem solchen komplizierten Apparat, wo die ganze Welt daran beteiligt ist, einschließlich der Leute, die im Dreck verhungern und Metalle da in Malaysia ziehen und was alles dafür benötigt wird, aus der Grube holen und zu Tausenden verrecken,
Was nachher in dem Preis, sagen wir mal, für dieses Gerät zustande kommt, daran kann man nicht die Leistung irgendeines anderen messen, was er daran in der arbeitsteiligen Welt sozusagen getan hat. Aber er hat als Mitglied eines Unternehmens ein Recht auf Einkommen, bevor er überhaupt anfängt. Was glaubst du, veranlasst die Menschen hier, fleißig zu sein und in besonderer Weise sehr aktiv zu arbeiten? Doch nur Karriere, und das bedeutet auch irgendwo Profit. Kannst du nicht so einfach durch die Bank sagen. Sobald du auf den persönlichen, auf den Menschen selbst zu sprechen kommst, kannst du keine allgemeinen Regeln mehr aufstellen. Man kann wohl das System kritisieren, in welchen Bahnen es verläuft und wie es die menschliche Kreativität ganz arg behindert. Aber was ist das Kennzeichen von Erfolg in dieser Gesellschaft? Anerkennung, Profit, Geld. Karriere, Geld. Und Geld bedeutet auch gleichzeitig Macht. Wie wunderbar ist es, ein Haus zu haben, wie wunderbar ist es, zwei Häuser zu haben, sagen sehr viele Menschen. Ja, aber nur noch für den Menschen, der nicht verstanden hat, was ein Mensch ist. Dann haben 30 Millionen es vielleicht nicht verstanden oder 20 Millionen es nicht verstanden, weil sie ihre Tätigkeit darauf anlegen, ja, okay. Dreimal im Jahr und nicht zweimal im Jahr. Vielleicht haben es alle nicht verstanden und ich eingeschlossen habe es nicht verstanden. Aber selbst wenn das so wäre, du könntest ja dennoch nichts anderes, hättest ja dennoch nichts anderes, anderes übrig, als dem eine andere Idee vom Menschen gegenüberzusetzen. Nämlich, wie wir eingangs gesagt haben, die absolute Anspruchslosigkeit und die Erkenntnis, dass das menschliche Schicksal sich nur positiv für ihn selbst entwickelt, wenn das soziale Hauptgesetz befolgt ist. Nichts für mich, sondern alles für den anderen.